Hallo, ich bin Christian aus der Grünen Landesgeschäftsstelle Hamburg. Ich zeige euch kurz, wie man sich an unserem Antrags- und Veranstaltungsorganisationstool Open Slides anmelden kann als grünes Mitglied. Wir haben euch verschiedene Links gemacht. Einmal gibt es unter der URL grüne-hamburg.de, also unserer normalen Webseite, rechts hier oben einen Knopf, der zur LMV führt. Dann kann man über das grüne Netz gehen, was sich auch anbietet, weil man dann gleich, wenn man sich zum ersten Mal anmeldet, nochmal die Anmeldedaten testen kann. Ihr geht also auf netz.grüne.de, dann werdet ihr theoretisch einmal weitergeleitet auf diese Sammelseite, das passiert automatisch. Da meldet ihr euch an mit euren Zugangsdaten für das grüne Netz. Hier würdet ihr auch weitere Informationen finden, wie ihr euch die Zugangsdaten erneut besorgen könnt. So, und auch da im grünen Netz 2122 gibt es die Landesmitgliederversammlung als Knopf. Ja, wenn man da diesen Knopf gedrückt hat, landet man auf dieser Seite, die Startseite sozusagen unserer Veranstaltung. Es kann sein, dass hier unten links ist so ein Menü-Button. Das könnte natürlich sein, dass das so aussieht und ihr erstmal dieses Menü hier links einblenden müsst. So, dann wenn ihr das Menü dann habt, findet ihr hier oben links den Anmelden-Knopf. Ihr seht, ich bin jetzt gerade Gast. Da ist der Anmelden-Knopf. Einmal auf Anmelden klicken. Und jetzt ist wichtig, dass man nicht versucht, hier oben irgendwelche Benutzerdaten einzugeben, sondern man sagt hier unten Login über das grüne Netz. Da klicke ich jetzt drauf, Login über das grüne Netz. Jetzt geht er im Hintergrund nochmal wieder auf diese Seite, auf der wir uns eben schon angemeldet hatten. Und dadurch geht das jetzt hier so schnell. Wenn ihr euch noch nicht eingeloggt haben solltet, würdet ihr da denn noch einmal die Zugangsdaten eingeben. Ja, dann seid ihr drin in der Veranstaltung. Ihr seht, ihr habt jetzt hier, ich bin jetzt Christian Schmidt, also ich bin ich. Ihr findet hier links jetzt die Anträge. Und genau, was noch interessant ist, man kann die Anträge hier oben in zwei verschiedenen Arten sehen. Ich kann hier hin und her schalten zwischen der Kachelansicht, die mir schon mal so eine Vorauswahl als Filter gibt für was ich jetzt für einen Antragstyp ich mir denn angucken will, zum Beispiel die Haushaltsanträge. Und dann seht ihr, hier oben ist jetzt dieser Filter gesetzt. Den kann ich wieder weglöschen, indem ich das X drücke. Ich kann aber auch umschalten auf die Listenansicht. So. Und dann habe ich alle Anträge, die gestellt worden sind. Ja, Änderungsanträge findet man hinter diesem Drei-Punkte-Menü. Da gibt es die Änderungsanträge und die kann ich mir, jetzt mache ich mir mal ein bisschen mehr Platz. So, da war ein Filter gesetzt. Das zeige ich euch nochmal, wie das geht. Ich kann zum Beispiel mir einen Filter setzen, dass ich nur einen Antrag, nur zum Beispiel zu der Präambel vom Regierungsprogramm die Änderungsanträge sehe und dann sind die hier alle runtergefiltert. Das ist alles die Änderungsanträge zum RP01. Ja, das ist Open Slides im Großen und Ganzen. So melde ich mich da an und das ist eine kurze Übersicht, was man da so machen kann. Alles Weitere in nächsten Videos. Prima.